Hohe Zahlen, weniger Regeln. Wie passt das zusammen? Das hängt vor allem von der Lage in den Krankenhäusern ab. Und wie es derzeit in NRW aussieht, fragen wir den Experten und den Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft NRW. Matthias Blum ist uns mal wieder zugeschaltet. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Guten Abend, Herr Skrinecki. Einen guten Abend. Grüße ich Sie. Ja, Herr Blum, alles sieht danach aus, dass es weitreichende Lockerungen geben wird. Experten sagen aber, das kommt zu früh. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, die Lage in den Krankenhäusern ist zunächst mal insofern, als dass wir sagen können, keiner der Bürgerinnen und Bürger muss sich Sorgen machen. Jeder, der massiv erkrankt ist, wird behandelt. Das ist definitiv so. Allerdings ist die Situation schon im Moment sehr angespannt. Also eine derartige Erkrankungslage von Mitarbeitern oder dass sie in Quarantäne mussten, weil die Kinder erkrankt sind, haben wir bisher wirklich noch nicht erlebt. Also wir haben es in Köln gesehen, mit am 8.3. hatten wir 750 Mitarbeiter allein, die in der Uniklinik fehlten, in einem Haus quasi. Wir haben das Gleiche fast in Münster erlebt. Wir haben es in Mettmann, in Kreis Borken etc. Ist regional ein bisschen unterschiedlich, aber die Ausfälle sind sehr, sehr massiv. Und wir sind immer so ein bisschen im Spiegel der Inzidenzen, die wir auch haben. Wenn man das mal für das Sendegebiet hier sieht, dann leben sie noch so ein bisschen im Vergleich, weil wir haben 6 Städte und Kreise, die sind über 2000, über einer 2000er Inzidenz. In ihrem Sendegebiet sind wir so zwischen 800 und 1100. Das ist vergleichsweise noch gut. Von daher kann man das noch sagen. Überhaupt mal ein Kompliment an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind ja, was das Impfen betrifft, auf Platz 5 bundesweit. Also wir haben Grundimmunisierte, die also wirklich jetzt schon gut geschützt sind, haben wir bei fast 80% bundesweit in NRW. Und was die Anzahl der Boosterungen betrifft, liegen wir bei etwas über 60%. Kann auch jedem auch noch empfehlen, sich noch boostern zu lassen. Aber zunächst mal vielen Dank an alle, dass Sie das schon mal gemacht haben. Dem schließe ich mich natürlich sofort an. Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, wenn wir schon so eine angespannte Lage in den Krankenhäusern NRW-weit haben, wie passt es dann zusammen, dass wir jetzt lockern? Weil wir wissen ja auch, hohe Infektionszahlen heute sind die Krankenausweisungen von morgen. Das ist definitiv so. Also man kann das durchaus kritisch sehen. Es ist natürlich eine Entscheidung der Politik, aber am Ende des Tages, und ich glaube nach 2 Jahren Pandemie, kann man natürlich auch schon die Politik verstehen, die sagt so, die Bürger sind es einfach ein Stück weit leid. Wir setzen jetzt auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Und dazu kann ich auch alle nur appellieren, tragen Sie weiter die Masken. Das halten wir für eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wir sind auch ganz froh darüber, dass ja im Moment unser Ministerpräsident, der im Moment ja noch in Israel weilt, nämlich eben aufgrund einer Corona-Erkrankung, schon bemerkenswert, die wollen ja jetzt entscheiden, dass sie das Ganze doch bis 2. April noch verlängern, auch im Hinblick auf die Masken. Auch für die Schulen. Wir hoffen, dass das auch tatsächlich kommt. Aber jeder sollte im Eigeninteresse weiter die Maske tragen, weil die ist ein sehr, sehr guter Schutz. Also Maskenpflicht bei Ihnen auch, würden Sie sagen, oder zumindest die Empfehlung dazu sprechen Sie jetzt gerade auch aus. Gerade die Maskenpflicht ist ja auch noch ein Streitpunkt. Noch ist da ja auch nicht das letzte Wort gesprochen. Der Bundestag, der spricht da morgen nochmal drüber. Und wie NRW sich dann weiterhin entscheiden wird, das bleibt ja auch noch abzuwarten. Zur Situation in den Kliniken gehört aber auch, zu der ich ja gerade gefragt hatte, dass weiterhin viel Personal ausfällt, was Sie gesagt haben. Und da geht es ja nicht nur um Erkrankungen und Quarantäne, sondern eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, jede vierte Fachkraft will den Pflegebereich verlassen. Und zwar nicht wegen der Teilimpfpflicht, wie viele ja vielleicht angenommen haben, sondern wegen der hohen Arbeitsbelastung. Wie dramatisch könnte die Lage also auch noch werden in den nächsten Wochen? Also wenn wirklich jede vierte Fachkraft das machen würde, dann wären wir also in einem ziemlich schlimmen Bereich. Das kann man ganz klar sagen. Wir haben noch letztendlich jetzt die Hoffnung, aber versetzen sich einfach in die Lage der Mitarbeiter. Wenn Sie seit 2 Jahren immer in einer Art Ausnahmezustand arbeiten müssten und jetzt geht es schon wieder hoch und dann wird Ihnen gesagt, ja, wir lockern jetzt mal, dann können Sie ja damit rechnen, dass sich noch ein guter weiterer Teil infizieren wird. Wir liegen jetzt innerhalb von 2 Tagen, haben wir, was weiß ich, 500.000 Neuinfektionen. Und da können Sie einen bestimmten Prozentsatz, die kommen in die Krankenhäuser, ein sehr geringer kommt auf die Intensivstationen. Auf den Intensivstationen haben wir bundesweit jetzt 49,5% aus der Altersgruppe über 70 liegen. Mhm. Ja. Und jeder hat ja Eltern, Tanten, Onkel jenseits der Altersgrenze, die sind halt eben immer noch massiv gefährdet. Natürlich ist es klasse, wenn man geboostert ist, hat man eine reelle Chance, damit ganz, ganz milden Verläufen durchzukommen. Aber man darf sich nichts vormachen. Eine Covid-Erkrankung ist immer ein Risiko, egal für welche Altersgruppe, weil man nie weiß individuell, wie der Körper darauf reagiert. Und wenn Sie sich anschauen, die Intensivstationen waren in den letzten Wochen eigentlich ziemlich stabil.
Auch die Beatmeten waren relativ stabil. Wir hatten so eine Art Plateau erreicht. Wir waren seit Februar über 4.000 auf der Normalstation. Auf der Normalstation sind wir aber jetzt schon bei 5.469 Stand heute. Mhm. Nur mal zum Vergleich, der Höchststand lag bei 6.013 Stationären, also normale Stationen, Covid-Patienten. Das war am 30.12.2020. Also man sieht jetzt schon, also die Normalstation läuft richtig voll. Und es ist allerdings auch so, dass man sagen muss, jeder Patient, der nur auf der Normalstation liegt, nur in Anführungszeichen, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hohe Belastung. Sie müssen immer in Schutzkleidung, die müssen isoliert werden, die Patienten. Also jeder, der vielleicht mal einen Angehörigen dort besucht hat, ich habe das selber schon erlebt, das ist schon ein ziemlicher Zirkus, wenn ich das mal so sagen darf. Bei der Gelegenheit muss ich gleich mit dazu sagen, es werden zurzeit, das ist nicht zu vermeiden, es werden planbare OPs im Moment auch verschoben. Also schon, nicht alle, aber alles das, was medizinisch vertretbar ist. In manchen Regionen geht es halt einfach nicht anders. Das ist so und ich möchte mich auch dafür entschuldigen an dieser Stelle, dass letztendlich die Besuchsmöglichkeiten zum Teil eingeschränkt sind in den Häusern. Man versucht es immer noch, aber denken Sie bitte auch daran, es sind dann auch Ihre Angehörigen, die dadurch geschützt werden. Das wollte ich an der Stelle nur kurz gesagt haben. Ja, absolut. Haben Sie auch vollkommen recht mit. Und das erklärt natürlich die hohe Arbeitsbelastung. Vielleicht ganz noch ganz kurz zum Schluss. Wir haben da ja nichts zu befürchten, was den Pflegenotstand sozusagen angeht, haben Sie jetzt gerade noch mal betont. Wir haben einen ganz anderen Notstand natürlich auch, den Ukraine-Krieg. Viele Geflüchtete kommen auch hier in die Region. Da haben Sie mir gerade verraten, auch die werden ja als ganz normale Patientinnen und Patienten in die Krankenhäuser kommen. Also da könnte auch aufgrund deswegen ja schon eine sehr hohe Belastung auf alle Beteiligten zukommen. Also im Moment ist das noch alles handelbar. Es kommt aber, das müssen wir ganz klar sagen, wir wollen alle der Ukraine helfen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, jedenfalls in Europa außer Russland zu. Und es ist aber dazu, das muss man sagen, wir haben schon einiges an onkologischen Kindern schon bekommen, die haben wir schon im Ruhrgebiet aufgenommen und es werden täglich natürlich mehr und die Flüchtlinge, die hier hinkommen, brauchen natürlich auch eine gesundheitliche Versorgung. Das ist im Moment alles noch handelbar, aber wir müssen uns halt eben auch betrachten, wie geht das weiter und versetzen sich in die Lage der Mitarbeiter, die haben die eine Krise noch nicht wirklich hinter sich und kriegen quasi schon am Horizont schon die nächste, dass da der ein oder andere sagt, naja, sollte ich nicht vielleicht doch mir mal was anderes suchen, das hoffen wir nicht und an der Stelle können Sie alle dazu beitragen, deswegen kann ich nur mal sagen, Maske tragen und eigenverantwortlich mit der Pandemie umgehen. Genau, ich wollte dazu sagen, wie dazu dann die Lockerungen jetzt passen, das bleibt erstmal fraglich und auch abzuwarten, wie es umgesetzt wird von der Politik in den nächsten Tagen. Ihnen erstmal vielen Dank wie immer für die Einschätzung, Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft NRW. Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss.